Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch, liebe Leute, zu einer weiteren Folge von Company of Heroes. Letzte Folge habe ich ja zusammen mit Out of Connection, der übrigens auch hier mit dabei ist, Grüße gehen raus, Hallo. mit der Wehrmacht natürlich das dreckige Russland und das bescheuerte Amerika platt gemacht. Oha. Erstmal sofort Front hier und Mr. AP hat natürlich auch gut gespielt. So ein Spasti, ne? Und oh, heute wollen wir das glorreiche Russland und das mächtige Amerika natürlich zum Sieg führen. Also ich meine, ja. Ja, und hallo allgemein. Genau. Bis hier raus. Mr. West, ich muss jetzt erstmal korrigieren, weil das ist... Ach, nee. Er heißt Mr. West oder auch André. Und nicht Andy. Ja. Und außerdem, das Geile ist, in deiner Vorstellung, ne, dreckiges Russland und dreckiges Amerika, genau. Bin ich gerade im Moment einverstanden mit, ne, sieht man gerade eine Konstellation Russland. Ja. Es ist ja auch gesagt, das glorreiche Russland, das mächtige Amerika. Nein, das ist kacke. können wir so stehen lassen, bin ich absolut mit einverstanden. Also Amerika ist ja heutzutage auch großartig, wissen wir ja. Durch Trump. Wir wissen alle ganz großartig und deiner tollen Führung. Ja, make America great again, genau. Genau, und die nächste Kampagne heißt Keep America Great Again. Wohl kaum. Wir doch heißt es wirklich, hat er schon sich geklaut, ey. Wir spielen heute auf Schienen und Metall. Das ist jetzt mein Debüt in einem Multiplayer-Match mit den Sowjets. In der Kampagne habe ich es schon mal gespielt, aber ich glaube, Out of Connection schwitzt jetzt schon. Ja, jetzt bin ich warm. Eine Runde, Blut das reicht. Tränen. Okay, gut, dann würde ich mal sagen, move ich euch wieder rein und wir starten jetzt, wa? Ja, move uns mal raus. Ich glaube, diesmal verlieren wir. Das ging jetzt mal zurück. Also, bin mir nicht so sicher. Es ist alles davon abhängig, wie du jetzt mit den Russen spielst. Also, ich werde jetzt einfach Infanterie spammen erstmal. Also, so Spähfahrzeuge lohnt sich nicht, oder wie mit den Russen? In Tech 2 zu bauen. Gegen Wehrmacht, bitte. Bau bitte das zweite Gebäude und bauen dann da MGs. MGs bauen, okay, gut. Machen Conscript MGs spam. Okay. Conscript haben die Fähigkeit, dass die sich mit Trupps zusammenfügen können. Also da werden dann, laufen dann Männer zu den anderen Trupps über und fügen die dann zusammen, sodass sie dann halt wieder mehr Männer haben. Ach ja, das kenne ich den Trick, ja. Das war noch in der Kampagne notwendig. Ja, das kannst du recht gut benutzen bei den MGs dann. Die Conscripts sind diese Rekruten, wa? Ja, genau, ich nenne sie nur gerne. Ich spiele das Spiel auch auf Englisch. Ach, alles gut. Also, du bist ja in der Fachtermini drin, ich nicht. Ja, gut. Ich bin froh, dass ich weiß, dass Company of Heroes 2 auf abgekürzt COH2 heißt. Das weiß ich schon mal. Ja, das ist immer gut. Ja, finde ich auch. Auf jeden Fall schon viel besser als gegen KI-Spiel, muss ich sagen. Macht Spaß. Vor allem, wenn man gewinnt. Ja, klar. Dann ist es gleich ein vielfaches Schöner. Die Map hat jetzt auch wieder in der Mitte eine Straße, die du sehen kannst. Ja, sehe ich. Da ist auch wieder rote Deckung, aber auch wieder auf dieser Map gibt es sehr viele Mauerstücke, wo du halt grüne Deckung hast. Du siehst ja auch im Hintergrund die Map ungefähr, wie die aussieht. Ja. Sehe ich, ja. Die schwarzen Punkte sind Häuser. Das Haus, das du beim Fuel Point siehst bei dir, das musst du unbedingt halten. Okay, gut. Und Cut-Off Points? Gibt's auch? Das ist nicht direkt. Okay. Nicht direkt. Definitiv deinen Fuel halten und dein Victory Point. Du musst unbedingt das Haus haben. Okay, das Haus links über dem Fuel. Gut. Genau. Du musst aufpassen, das Haus, also vor dem Haus ist ein LKW oder ein Truck, ich weiß nicht mehr, ja, hier siehst du es. Der bietet dem Gegner grüne Deckung. Okay, gut. Weiß ich Bescheid. Genau, so, du brauchst dir schon mal einen Rekrutentrupp. Ja. Ist auf dem Weg. Und danach dem Rekruten sofort MG rausschmeißt, dann immer MGs feeden wir quasi, wa? Nicht unbedingt, nur wenn dein MG richtig low ist und du es gerade brauchst. Dein MG stellst du dann in das Haus und nachdem du drei Cons hast oder zwei, musst du gucken nach hier so nach Situation, holst du den Molotow in deinem Gebäude, du siehst die Kosten. Und dann versuchst du ständig ihn zu flanken. Also wirklich immer großflächig flanken. Okay. Durch das Haus hast du sehr viel Aufklärung, wodurch du immer weißt, wo ungefähr das steht. Das G, sorry. So, 260 brauche ich dafür, um die zu holen. Kleiner Tipp. Ich sag's nicht. Das. Oh, ganz schön viele Schützengräben hier. Das Erobern ist eine Sache, das Halten eine andere. Sollen wir etwas bauen? Da, Genosse. Pioniere einsatzbereit. Sollen wir
Der Pionier ist kacke in der Infanterie, oder? Ja, genau. Okay, gut, dann werde ich den nutzen, um einfach einen schnellen Punkt zu holen hier drüben bei mir, den hier. Ja, genau, du kannst den zwar immer noch im Kampf benutzen, aber... Ja, das ist dein Cut-Off-Point letztendlich. Ja, genau, da gehe ich auch gleich hin mit dem. Aber den verlierst du eigentlich... Nie. Eher weniger. Gut. Also wenn du den verloren hast, dann ist schon irgendwas falsch gelaufen. Ich merk schon. So, und jetzt immer wieder Rekruten nachspielen, wenn ich kann, wa? Ja, genau. Wenn du eine gewisse Rekrutenmasse erreicht hast, bitte Molotov raushauen. Ja. Der kostet 20 Munition, super billig, kannst du super gut spammen. Ist auch sehr effektiv gegen Ich muss den einmal zentral erforschen, danach kann ich den pro Einheit mit freikaufen quasi, oder? Den nicht freikaufen, sondern der ist dann freigeschaltet. Ach, automatisch, cool. Der kostet halt 20 Munition und ja. Ja, kann ich jetzt schon machen, wa? Jetzt oder? So. Fuck. Dass sie nicht festgenagelt werden durchs MG. Ah, jetzt werden sie festgenagelt. Ja, Druck ist drauf. Molotovs kann ich schmeißen. Geht jetzt. Alles gut. So, lohnt es sich beim LKW Deckung zu beziehen? Für dich eher weniger. Gut, ne, ich hätte jetzt dort einen Rekrutentrupp hingeschickt, um den Punkt einzunehmen. Nein, aber du kannst das Stacheldraht vorlegen von den LKW mit deinem Pionieren. Okay. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Machen wir das mal. Dann kann er die Deckung dann nämlich nicht nutzen. Ja. Ich versuche mal trotzdem den Punkt noch einzunehmen, damit ich vielleicht eine Motivation gebe, ihn einzunehmen vom Gegner aus. Push mal bitte hier auf den Mundpoint, weil die pushen, die spielen auf dieser Map halt Mitte und links, also auf meiner Seite. Bin auf dem Weg. Und die pushen halt die ganze Zeit meine Seite zusammen, das ist etwas schwierig auf Dauer. Ja. Bin drin. Bist ein Cut-Off-Point vom Victory-Point, oder? Nein, nicht direkt. Siehst du noch den anderen? Da kommen sie gerade. Ja, ja, also. Ja, also nichts gegen Timo, aber. Ja, das ist genau das Klischee vom OKW-Spieler in dieser Community einfach. Der macht einfach genau alles, was halt jeder andere OKW-Spieler macht. Und, okay, gut. Das ist, ja. Also die Grenadiere kann ich ordentlich zurückdrängen, glaube ich. Oh, ich hätte einen Zingelt, fuck. Wieder zurück. Ach Gott, stimmt ja. Bald mal drüben noch weiter zu scouten. Ist ja geil, mit F1 kann man ja hier seine Kaserne auswählen. Oh, ich höre ein Flugzeug. Das ist meins. Okay, gut. Ah, da sind sie wieder. Oh, fuck, 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 fuck. Maschinengewehr. Shit. Ich habe den Punkt unter Kontrolle hier eigentlich, würde ich sagen. Alles gut. Wie sieht's bei dir aus? Ja, bei mir auch. Sehr gut. Oh! Nice, ist noch den Wipe gemacht. Also wie schon gesagt, das Haus ist auch hier wieder sehr gut. Wie funktioniert dieses Conscript? Zusammenlegen, ja, ich hab's gefunden. M, ich Conscript. Das Zusammenlegen meine ich. Hab's gerade herausgefunden. Ist M. Ah, er hat einen Sniper, ne? Ja, wo? Da, von an. Okay, was lohnt sich gegen den Sniper? Entweder selber Sniper gehen oder. Okay, nevermind, hab ihn gekillt. Okay, cool. Was wäre jetzt langsam schlau für mich zu bauen?
das dritte Gebäude und auf T70 zu gehen. Das ist ein... Okay, gut, dann werde ich das machen. Auch wieder ein Spähwagen, wirklich super stark, kann super gut Vibes machen und sowas alles. Das ist nicht zu unterschätzen, das Fahrzeug. Okay, gut. Gerade sehr wichtig, wenn du halt so... Ja, so Wappen-mäßig lass dich halt. Oh, ich höre Mörser. Ja, der versucht jetzt mein Haus zu damagen hier. Sollte ich gegendrücken oder? Einfach dein MG aus dem Haus schieben und jetzt gegendrücken, genau. Okay, gut. Dann drücken wir mal. So, Pioniertop, du bist da. Was brauche ich dafür? Ich brauche Manpower. Komm schon, gib her, los, 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 los. Perfekt. Ach, der hat dieses Mörserfahrzeug sich geholt, der Hund. Okay, ich verliere meinen Pioniertrupp. Aber doch nicht. Okay, ich hab Luck. Ey, cool, ich hab einen MG gepinnt. Push mal hier mit der Seite und hol dir die Panzerabwehrgranaten. Zieh deine zwei Conscripts zurück, die super laut sind. Ich hab grad vor, die zusammenzuschmeißen, aber irgendwie... Was ist jetzt hier los? Warte mal, kurz. Sag mal kurz echt. Okay, nee, sorry. Wieso schmeißt du die nicht zusammen hier? Deine... Der schmeißt mir nicht zusammen. Die Pioniere, ja. Deine Conscripts nicht zusammenlegen, wenn die so low sind, weil dann verlierst du den Squad. Okay, gut. Gut zu wissen. Ja, wie kann ich die wieder hochheilen? Gar nicht, oder? Einfach zurückziehen und dann im HQ. Okay. Wusste ich gar nicht. Hast du auch letzte Runde auch gemacht, oder? Nee, die habe ich nicht dieselbe Fähigkeit. Zumindest nicht auf demselben Dingens hier. Wo kommen die? Da kommen die wieder. Perfekt. So, T70 hast du gesagt, ja? Ja, genau. Kommt. Ja, oh mein Gott, das ist genau mein Glück. Ich stelle mich in der Deckung und dann kommt genau da ein Mörserschuss rein. Wieso hab ich zwei Pioniertrupps? Hat er vorher nicht gemacht mit dem Hochheilen hier. Und im HQ kannst du dir bei den Russen für 250 Manpower deine Medics holen. Ah. Also da baust du nicht, den Bunker und holst dir dann da die Mediziner, so wie bei der Wehrmacht, sondern... Leichter Kampfpanzer T-70 eingetroffen. T-70 ist on the way. So, mehrere MGs wären gut, wa? Zwei. Dann würde ich noch einen raushauen. Gut, okay, dann hau ich noch mal einen raus. Wichtig ist, da du Cons hast und die wirklich, sehr... Ja... Na, also, sehr schnell down gehen, dass du halt hier auch wirklich Full AP hast. Komm raus, bitte. Na, was wolltest du sagen? Wie sieht das Spiel aus? Wieder gut für uns, oder? Wir müssen aufpassen, dass wir uns jetzt nicht gleich mit Fahrzeugen überrennen. Es wäre gut, dagegen zu spielen? Guards wahrscheinlich, oder? Pax und, ja genau, abzuschneiden. Mein Problem ist momentan halt unter anderem dieses Haus. Ich werde jetzt springen. Soll ich mal in die Flanke reinfallen? Ja, bitte. Okay, ich bin auf dem Weg. Ich habe halt das wie angesprochene Problem. Der Manpower blieb der OS halt. Mir fehlt halt die Manpower für die ein oder andere Waffenmannschaft, weil die auch nicht gerade billig sind.
Also die Pack ist zwar billiger, aber dafür habe ich so eine stärkere Haubitze und die ist halt echt extrem teuer, aber die haut doch rein. Ja, der wird jetzt da Auge machen. Hallo, nicht umdrehen. Oh! Ah, was kommt da? Infanterie kommt da, ja, der soll eigentlich nach hinten zurück, ich hab ihn nur gewendet. Der überlebt's nicht, der ist down. Aber jetzt kommt aber gleich in meine MG-Stellung rein. So, wie sieht's hinten eigentlich aus, Kumpels? Ja, ich habe ein zweites MG mittlerweile. Der Feind hat unseren Versorgungssektor erobert. Gehen zurück zur Basis. Hinter dieser Mauer Zeit zu marschieren, genossen. Ah, Spaß macht's schon, ey. Sieht's aus, so, neuer Panzer ist gleich da. Spiel ruhig aggressiver. Benutzt dich sonst zu doll zu bomben. Ja, zieh deine Gator zurück. Ja, das wollte ich gerade heilen. Nicht heilen. Ja, ist okay, zu spät. Na, ja, ich drücke ja ein bisschen. Wo ist mein Panzer eigentlich? Vorwärts mit euch, Jungs. Die Mörser drücken wieder. Seid ihr? Hier drüben seid ihr. Perfekt. Vorwärts. Vorwärts, Jungs. Oh, ich falle mal der Infanterie deinem Rücken, ja? Ja, ja, gerne. Panzer ist auf dem Weg. Pass auf, da ist ein MG. Kannst du das bitte, Ja, ich geh auf da. Ich hab Flammenwerfer noch im Backup. Okay, aufpassen. Du wirst gleich gefaustet. Ja. Wo ist mein AMP, der hier drüben sitzt, so? Na, wieso dreht er sich schon wieder? Die drehen sich bei mir mal alle. Das ist voll kacke. Okay, hier drüben kommt irgendwas Schweres gerade. Schieß mal bitte auf den Stompionier-Trupp. Bleib stehen und schieß auf den Stompionier-Trupp. Wo ist denn der? Ja, egal. Ja, du warst gerade genau da. Aber egal, du hast gut Damage gemacht. Das heißt, ich wollte. Fuck, zurück mit dir. Ja, mein Panzer geht gleich down wahrscheinlich. Bin gespannt, ob ich ihn retten kann. Oder kommt ein Halbkettenfahrzeug? Das ist ein Flammenabwehrfahrzeug. Ich weiß nicht, ob er dich trollen möchte oder so, aber das macht keinen Schaden. Ja, ich gehe jetzt auf seinen Cut-Off-Point.
da drüben gebaut? Ein Bunker? Nicht ganz. Nein, es ist, wir haben so Hakus und das ist halt sein so, letztes... So, Cut-Off-Point ist drauf. Wenn wir jetzt Druck halten, dann, wird er Schwierigkeiten haben. Ich zieh mich zurück. Okay. So, Panzer drücken jetzt nach. Ich kann. Noch hat er einen Victory Point sich nicht zurückholen können. Sieht aber gut aus, würde ich sagen, oder? Seid ihr Jungs? Hier seid ihr. Stärken wir euch mal wieder. Ja, okay, ich habe meine Seite sowas von sicher. Ja, mir sieht's gut aus. Ich habe jetzt gerade halt auch durch diesen einen Angriff da extrem wehgetan. Sobald der zweite Panzer da ist, denke ich, kann noch mehr Druck gefahren werden. Also es ist sogar schon ein dritter auf dem Weg mittlerweile bei mir. Ein dritter T-70. So, Infanterie, wie sieht's bei euch aus? Ihr seid wieder voll, perfekt. Perfekt, Jungs. Oh, der hat auf den 270 gebracht hast, normalerweise bringst du nur einen. Die wird, achso, okay, gut, ich habe jetzt drei sogar. Die aber sind halt... halt! Das könnte man halt schon echt als Troll sehen, ne? Oh, oh Mann, okay. Ey. Ja. Nein, T-70 baut man normalerweise nur ein. Okay. Dadurch, dass 70 viel kosten, der Russe braucht den halt, weil der Infanterie technisch halt echt technisch. Da ist eine Antitank, kannst du die Antitank wegmachen? Ja, versuche ich, gerade. Ah, getroffen. Gerade bitte einfach weg, das ist da alles gerade. So, Infanterie Rush kommt über die Flanke gerade. Wo sind meine Pioniere hier drüben sitzen? Okay, ich fühle mich hier gerade echt verarscht von ihm irgendwie. Ja, lol. Noch 50 Punkte haben sie, ja, das ist jetzt gewesen. Das war's jetzt. So. Ja, ich glaube, Team, ich überlege es mir auch nochmal zweimal, ob ich Airborne picke oder nicht. Ja. Weil die halt echt nochmal merken, wo das nicht ist. Unter 25 Punkten nur noch. Der Sieg ist zum Greifen nah. Mörser ist weg. Na gut. Gewonnen. Sweet! Sweet! Wir haben es geschafft! Ich dachte, wir verkacken, ey. Ah, jetzt hast du keinen Kommandanten gepickt, nice. Ja, ich hab das voll verkackt. Ja, ich hab auch da nicht mehr dran gedacht im letzten Match. Also. Ich wusste auch gar nicht, wen ich nehmen sollte, wenn ich ehrlich bin. Ich war ein bisschen ja, okay, nee, sorry, ich hab vergessen, dir zu sagen, wer. Ach, alles gut. Was eine lustige Schlacht. Wie bitte? Oh Mann. Ich fühle mich gemobbt. Wieso? Liegt's an mir? Ich bin zu scheiße in dieses Spiel geworden. Also, die falschen Jäger, die haben jetzt zweimal richtig böse zugesetzt.
Ja. Ey, ihr Fallschirmjäger sind mies, muss man echt sagen. Die sind nicht gut gebalanced. Tatsächlich sind die ziemlich gut gebalanced, lol. Die sind halt super teuer. Ah, gut. Aber die sind stark. Ich bin Wenn die mal auf dem Feld sind, hauen die raus. Ich bin erstaunt, dass ich die Flanke halten konnte bei mir, ey. Ich dachte, André macht damit Druck. Ist halt relativ mit den amerikanischen Fallschirmjäger. Die kosten halt 380 Manpower, um die erstmal abzuwerfen. Dann kosten sie zwar nur 28, um die ständig zu enforcen, aber das Waffen-Upgrade, das ich draufgehauen habe, kostet auch nochmal 120 Munition. Teuer. Ja. Jetzt hier das SDKZ, wolltest du unbedingt töten, Corny, ne? So zum Ende hin, weil sie wieder auf den Sack gegangen ist. Ja, genau. Da bin ich einfach vorwärts gefahren und hab so, jetzt muss die weg. Ich hab's selber das noch bei... Schon gedacht. Also, Aber war ich irgendwie für dich ein Problem, oder Das Problem hast du dich mehr auf die Mitte gefokust? Ich hab mich ziemlich auf die Mitte gefokust. Du warst mir eigentlich da unten im Süden vollkommen egal. Habe ich gemerkt. Darum habe ich das so ein bisschen überlassen, nur so ab und zu kleine Vorstöße gemacht. Hm. So, da bin ich wieder. Ich habe zwei Fehler, also für mich waren jetzt hier zwei massive Fehler. Einmal, ich habe die Fallschirmjäger massiv unterschätzt. Dann, der hat mir meinen Scharfschützen relativ schnell mit dem Hauptmann weggemacht. Mhm. Da ich dachte, dass er recht weit weg war, der hat voll schnell Schaden kassiert. Ich dachte, ich kann mit dem Scharfschützen wesentlich mehr agieren. Nein, der war auf roter Deckung. Aufpassen. Ja, gut. Ist halt so, der ist zu mir viel zu schnell weggestorben. Ich habe noch zwei Fuchs so kassiert, die unnötig waren. Und ich habe mir das Halbkettenfahrzeug ein bisschen so scheiße eingesetzt. Ich hatte gehofft gehabt, deinen Panzer, den T-70, mit dem Flammenwerfer zu entmannen. Das war meine Hoffnung. Mhm. Bin aber zu spät wieder rausgegangen, dass der dann doch noch mich fucken konnte, jetzt hier der... Der Amerikaner. Der Out of Connection. Das war schon echt ein Schreckmoment, wo er mit dem Halbkettenfahrzeug ankam. Ich habe so, schnell weg da. Ja, das ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass du dann halt durch die Hitze den entmannen kannst. Das war einfach nur... Und kannst du dann selber den Panzer entmannen? Früher war das wahrscheinlich der Fall, so bei Modest Games, aber mittlerweile ist das nicht ansatzweise. Also das geht nicht mehr. Es ist so frustrierend, dass es man halt, wo man halt, wenn man am Anfang mal ein paar Sachen probiert hat und die funktioniert haben, jetzt auf einmal nicht mehr geht. Ich habe mich halt auch gefragt, was du vorhast mit dem Flammenhalbkettenfahrzeug. Wenn du kannst halt einen Stand drauf gibst, kannst du den Panzer die Männer darin umbringen. Man of War ist das definitiv davon. Also ich hatte da echt einen Schockmoment gehabt, nachher so, oh mein Gott, drückt der vorwärts. Ich hab Bock auf Man of War bekommen, muss ich sagen. Können wir auch bald nochmal machen. Hat ja André schon vor, ne? Ja. Man of War. Du musst ein bisschen näher ans Mikro gehen, du bist sehr leise, André. Ich bin eigentlich relativ nah dran. Ja, aber jetzt ist es gerade richtig gut. Ich rede jetzt auch wieder ein bisschen deutlicher. Das ist ja okay. Ja, nur schön nicht so sehr. Man of War? Nee, den Schwanz aus dem Mund. Ich würde ja normalerweise meinen Bart nuscheln, aber ich darf ja keinen Bart mehr haben. Tüdüm. Ah ja. Ja, beruflich bedingt darf ich keinen Bart mehr haben. Uff. Ja, sehr schrecklich. Das ist natürlich hat nicht ein, schön. Hat eigentlich der Rush vorhin mal mit der Infanterie auf deinen einen Ressourcenpunkt dir irgendwie wehgetan? Nö. Okay, gut. Hattest du das denn überhaupt kaputt gemacht? Keine Ahnung. Hatte gedacht, das war der Punkt, der dir die Ressourcen abschneidet komplett. Der Cut-Off-Point. Ach, warte, wo du das in der Mitte gemacht hast? Ja, genau. Da, ganz bei dir vor der Base. Ja, doch. Das im Prinzip tat das schon weh, aber da war das Spiel schon entschieden. Ja, das war da schon vorbei. Also, wenn es jetzt wenn es vorher noch großartig anders gewesen wäre, dann ja, aber so jetzt, nein. Na, ich wollte nur wissen, ob es funktioniert hat. Also, kann sein. Habe ich nicht drauf geachtet. Gut. War eh vorbei. Ja, aber war doch eine schöne Runde, würde ich sagen. Ja. Und nächstes Mal fühle ich mich jetzt so stark, dann machen Andi und ich zusammen euch beide platt. Das kann man gerne mal machen. Ja. Das können wir echt gerne mal probieren. Also, Out of Connection, ich habe da keinen Bock gegen den zu spielen. Der ist so hart im Micro. Ne, ich habe da auch nicht ohne Grund in die Top 200 dann irgendwie geschafft, aber dennoch. Das wusste ich vorher auch noch nicht. Jetzt erklärt mir es einiges. Ich war in der Top 800 drin, in der Top 200. Jetzt weißt du, warum du mich abziehst. Ja, Top 100 sogar zeitweise, aber dann. Top 100! Jetzt weiß ich, warum du mich abziehst. Ich bin schon gut und er zieht mich ab, Alter. Jetzt wusste ich es, warum. Ja, okay, alles klar. Okay, haben wir es jetzt herausgefunden. Also, nächstes Match ist dann wir drei gegen ihn. Das Ding ist halt, in dem Game kann man halt tatsächlich nicht wirklich ein 3 gegen 1 oder sowas machen, weil
die halt das Dreifache haben. Ja. Es gibt einen Mod, womit man halt das Dreifache an Ressourcen dann halt bekommt. Das heißt also Metric Warfare, aber naja. Okay. Na gut. Oh, nochmal eine knifflige Angelegenheit. Jetzt weiß ich auch, warum du mich wirklich so hart abgezogen hast an manchen Stellen. Ja, naja. Ich habe am Anfang schon echt gesackt, weil ich... Am Anfang habe ich dich echt zurückgedrängt, ja. Aber ja, ich habe ein ganzes Jahr nicht gespielt. Das lässt sich halt schon echt sehen, ne? Naja. Ich frage mich die ganze Zeit, woher ich meinen zweiten Pioniertrupp habe. Ich habe nie einen bewusst rekrutiert. Hast du ihn erobert? Ja, meinst du? Aber, das geht nicht. Aber ganz ehrlich, jetzt weiß ich auch, warum du mich so heftig immer manchmal gebastelt hast, sag ich mal. Okay. Naja. Du hast einen Pioniertrupp auf Minute 7:19 gebaut. Ja, anscheinend unbewusst. Ja, also, das ist wahrscheinlich verklickt. Nehme ich an. Nehme ich sehr stark an. Ja. Naja, ist aber nicht schlimm. Nehmen wir. Ja, ich hätte auch das SDKFZ erstens falsch eingesetzt, zweitens, das ärgert mich gerade, das hätte ich nicht spielen dürfen. Lieber halt den Panzerwagen oder halt die Pack. Das wäre wesentlich sinnvoller gewesen. Ärgerlich, ärgerlich. Ja, die Pack hätte wahrscheinlich mir alles weggeschossen. Früher. Ja, nach geht. Geht. Ich glaube nur, dass das eine MG hat es dir halt wehgetan, ne? So ein bisschen. Das, was du im Haus hattest? Ja, am Anfang halt. Als du davor. Na toll, alles, was ich mache, ist umsonst. Naja, hat Danny wirklich auf den Füll gepusht und so. Ja. Also, ja, genau, du hast einen Punkt verteidigt, den ich dich angegriffen habe mit dem MG. Also, ja! Ja. Also, siehst du so, du kannst es halt für Propagandazwecke einsetzen, du hast diesen Punkt mit diesem MG erfolgreich verteidigt. Ja, das habe ich. Und diesmal ist das Haus sogar stehen geblieben. Du hast es nicht zerbombt. kann man nicht von dem Haus bezeichnen, dass, Dings hatte. Ja, das hast du weggesprengt. Ich hab's hier mein MG-Trupp nicht reingesetzt. Hast du wahrscheinlich gehofft, dass ich meinen MG-Trupp da rein tue, ne? Aber ich würde mal sagen, an der Stelle beenden wir mal die Aufnahme. Ich hoffe, euch hat's gefallen, liebe Zuschauer. Das haben wir jetzt so gerade ein bisschen die letzten zwei Minuten vergessen, dass es eigentlich eine Aufnahme ist. In diesem Sinne, like nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen und auch bei André nochmal liken und abonnieren nicht vergessen, ja? Freut sich der André drüber. Yay! Ich sag das ja in der Regel ja nicht. Der Andi. Ich weiß nicht. Muss ich das? Weiß ich nicht. Nö. Ich battle halt gerne. Ja, ich weiß. Ja. Du bist gerne auf den Knien, ne? Ja, du sagst es. Du sagst es. Oh je. Yeah. Oh Mann. Bis irgendwann mal, Leute. Ciao. Bis dann. Ciao.